Hi Freunde, danke fürs Einschalten. Es wird spannend schon langsam. Wir haben uns im letzten Part oder am Ende des letzten Parts mal den Spielplan angesehen. Wir haben jetzt einige lösbare Gegner und wenn wir gegen die liefern, dann steht die Chance gut, dass wir noch bevor wir gegen starke Gegner wie Real Sociedad und Valencia spielen, die Champions League Plätze fixieren können. Also wir haben kein Duell mehr mit Real, keines mit Barca, keines mit Atletico. Das heißt eigentlich für uns, die Auslosung sieht ganz gut aus. Bevor wir in 4 Tagen gegen Alavés spielen, jetzt ist gerade Länderspielpause, haben wir den Youth Intake noch, den wollte ich jetzt mit euch gemeinsam machen, weil es einfach immer ein schöner Tag ist. Da sehen wir, das sind eigentlich so unsere großen Talente. Nennen wir sie Talente? Ja, okay. Aber da haben wir einmal Dramane Solo, links Mittelfeld, Antritt 7. Das ist auch so einer, den würde ich eigentlich eher in Richtung Zentrum umtrainieren, weil er einen hervorragenden Passspielwert hat. Gute Entscheidungen trifft, gute Nervenstärke hat, das ist schon einer, der so ein Spielmacher-Typ ist. Also, aber ich würde sagen, den kann man auf jeden Fall nehmen. Und den finde ich auch ganz interessant. Also, ja, 16-jähriges Torhüter-Talent. Ich würde sagen, da werden wir einfach gleich mal einen Jugendvertrag anbieten. Genauso eben dieser Dramane Solo. So, und den haben wir noch, David. Ja, bei den anderen würde ich sagen, werden wir abwarten. Ich meine, grundsätzlich haben wir keine gute Jugendabteilung, deswegen würde es uns vielleicht gut tun, wenn wir zumindest die beiden hier noch nehmen. Einfach damit der Kader ein bisschen größer wird, aber andererseits, boah. Also ich denke mir, da könnt ihr im nächsten Jahr junge Spieler scouten mit dem Save, den ich euch zur Verfügung stelle am Ende dieses Let's Plays und habt dann wahrscheinlich eine bessere Jugendmannschaft. Aber wir sehen hier die Gurken da schon ziemlich weit unten rum. Also, naja, schauen wir mal, wie gut sie sich machen jetzt gegen die eigene, gegen unsere Jugend. Und übrigens ganz wichtig, Sergio Gomez. Scouting, wieso ist Sergio Gomez gescoutet worden? Egal. Ganz wichtig, Rolon hat sich gerade im Training verletzt. Der fällt mit einer Hüftverletzung bis zu 3 Monate aus. Ich habe ihn zu einem Spezialisten geschickt, dann besteht die Chance, dass diese Verletzung für immer aus der Welt geschafft werden kann. Aber ja, sehr bitter eigentlich. So, hier sehen wir, diese Verträge laufen aus. Die beiden haben wir sowieso auf nicht benötigt. José María, da muss ich sagen, wir haben eigentlich ganz andere Sturmtalente. Der hat bisher erst einmal gespielt, ist glaube ich nicht notwendig. Und Utara ist jetzt glaube ich auch nicht so wirklich interessant. Also die können wir auch beide, denke ich, gehen lassen. Mitarbeiterverträge, die könnt ihr dann bei Bedarf auf jeden Fall noch verlängern, wenn ihr Lust habt. Da könnt ihr euch dann einen schönen Mitarbeiterstamm zusammensuchen. Gut, Alavés 10. Eibar 18. Eigentlich schön aufgelegt für 6 Punkte. Und grundsätzlich sind wir ja auch so gut drauf im Moment, dass es da durchaus möglich ist. Jetzt könnte man wen verfügbar machen für die B11. Sonchin und Morata, weil die könnten auf jeden Fall beide. Wobei nicht Morata, ich nehme Chris. Soll lieber der spielen? Und Ryerson können wir auch verfügbar machen. Sollen die mal ein bisschen Spielpraxis wieder kriegen. Und gegen den 18. könnte man eigentlich dann wieder Jorge Luis spielen lassen im Tor, finde ich. Der dann wieder Einsatzzeit bekommt. Leistungsbeurteilung. Nichts zu kritisieren, aber trotzdem nur eine 2. So. Verfügbar für die zweite Mannschaft haben wir auch einen. So, der unterschreibt den Jugendvertrag. Ist jetzt in der U19, das passt. Eigentlich könnte man den aber auch gleich in die B11 verschieben. Soll er gleich dort mit trainieren, ist glaube ich einfach sinnvoller. Wer weiß, vielleicht kommt er da sogar mal zum Einsatz. Boah, so viel Scouting. Der hat jetzt auch einen Jugendvertrag unterschrieben. Kommt auch in die B11, wobei er für die natürlich deutlich noch zu schwach ist. Aber schadet nichts. Übrigens, das sind die anderen Jugendspieler, die gerade entlassen werden von ihren Clubs. Ich habe mir gedacht, vielleicht haben wir da, oder die, wo die Verträge auslaufen, vielleicht haben wir da wen dabei, aber leider nicht. Ryerson hat sich beim Freundschaftsspiel verletzt, bis zu 4 Wochen. Also das war auch so ein Transfer, der richtig daneben gegangen ist, wenn man sich anschaut, wie verletzungsanfällig der ist.
Ja, Sebastian Blanco hat geglänzt, zwei Treffer. Dann würde ich sagen, kriegt auch der noch einen Jugendvertrag. Wir haben zwar eh gute junge Stürmer, aber die werden dann wahrscheinlich auch im nächsten Jahr jetzt ihren Weg gehen, schon langsam. Also ein Yannis Lerie zum Beispiel ist schon einer, den man durchaus in die erste Mannschaft hochziehen kann. Solo gilt jetzt schon als Eigengewächs. So, Pellegri ist fit. Rolland halt leider weniger. Und Aubameyang nehmen wir wieder mal mit. Und Morato für Chris. Ja, der Rest passt. Hier sehen wir auch ein paar müde. Seovic und Stefanovic waren beide bei Serbiens Nationalmannschaft. Aubameyang war, glaube ich, auch beim Nationalteam. Ja, ich würde sagen, wir werden genauso, wie es jetzt ist, loslegen. Und dann schauen wir, wie gut wir jetzt gegen Alavés klarkommen. Da sehen wir die gegnerische Mannschaft. Ferran Torres haben die. Der sticht wohl am ehesten raus. Wieder meine Standardansprache. Aber wenn die Spieler in Form sind, dann funktioniert diese Ansprache auch richtig gut. Tavares holt da gleich mal einen guten Freistoß raus. Gefährliche Situation. Kluivert mit der Chance. Und Marquez. Ja, den muss man natürlich besser aufs Tor bringen. Real Sociedad führt gegen Real Madrid. Da müssen wir jetzt natürlich Real Madrid die Daumen drücken. Damit wir Sociedad ein bisschen auf Abstand halten. Gegnerischer Torhüter hat keine Spielpraxis. Pellegri wieder sehr, sehr gut. Vorne, sehr weit vorne den Ball gewonnen. Mare. Ach, ich dachte, der war abgefälscht. Aber er war einfach nur schlecht. Sehr gut gemacht, Kluivert. Kluivert. War schlechter Pass auf Marquez. Der spielt ihm den komplett in den Rücken. Was ist mit dem Torwart eigentlich? Ist eigentlich ein ganz guter Stammtorhüter. Vielleicht war der länger verletzt. Das wäre möglich. Aufpassen auf den Konter jetzt. Busquets. Also wie die da herumpassen, das darf einfach nicht passieren. Das darf es nicht zulassen. Da sind wir viel zu passiv. Aber zum Glück nichts passiert. Und Marquez mit der guten Chance. Sehen wir die Fähigkeiten von Ferran Torres. Hat sich da jetzt gar nicht so gut entwickelt. Da bin ich gespannt, wie gut der im echt ist. Also im nächsten FM. Valencia gegen Sevilla, gutes Duell für uns. Aber das hilft auch nur, wenn wir liefern. Und im Moment, da ist das 0 zu 1. Sieht's nicht gut aus. Eigentor Tavares. Im Endeffekt ist es wurscht, wer es macht. Na ja, gut, aber der war ziemlich unbedrängt, also. Das ist auf jeden Fall eine Katastrophe. Die gelben Karten gehen mir heute auch ein bisschen auf die Nerven. Butland mit der guten Parade, beinahe das 0 zu 2. Also, Jungs, so geht's nicht. So wird die Serie reißen, wenn wir uns jetzt nicht zusammenreißen. Alter, was ist das wieder für ein Pass?
Ich bin entsetzt, was da gerade abgeht heute. Der war knapp. Der war richtig knapp. Da werden wir mal richtig laut hier. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt draus? Stefanovic ist ein bisschen müde, aber wird trotzdem reinkommen. Und jetzt frage ich mich, ich glaube, ich werde Travis rechts hinten bringen, weil ich muss echt sagen, ich glaube, das ist einfach ein rabenschwarzer Tag. Mehr Pressing stellen wir jetzt bei den Außenverteidigern ein. Ich glaube, das ist ein rabenschwarzer Tag bei ihm heute mit dem Eigentor und auch sonst sehr, sehr schwach gespielt. Die Gelbe, zusätzliches Risiko natürlich. Schauen wir mal, ob Travis was bewegen kann heute mit seinen mentalen Fähigkeiten. Vielleicht kann er so ein bisschen ein Leader sein jetzt am Platz. Also ich glaube, wir kriegen heute noch eine Gelb-Rote. Ich weiß nicht, was ehrlich gesagt los ist mit den Jungs. 15 Fouls. So, Ecke Stefanovic. Und die geht drüber. Mai mit der Chance. 6,2 Pellegri. Wow. Butland hat so die guten Anspielstationen und da macht er wieder so einen langen Ball, aber der funktioniert sogar. Darf ich mich gar nicht aufregen, wenn es klappt. Gut gelöst. Super durchkombiniert, beinahe hat es geklingelt. Schade drum. Gute Aktion jetzt. Bleiben wir auch im Ballbesitz. Wir müssen jetzt auf Offensiv gehen. Das heißt, ich werde jetzt noch weiter drauf schieben. Kreativer spielen. Travis mit dem Freistoß. Ach, das ist unnötig. Das so die Bälle zu verschenken, das ist wirklich so unnötig. Ui, der wird hier ordentlich getreten. Gibt aber nicht mal gelb. Hauptsache, wir haben 27 gelbe Karten kassiert. Wündal. Busquets. Alter, nächstes Arges. Nächstes Fall, das pfeift ja nicht mal. Und das war ein Kackpass. Aber Wündal hat ihn noch. Soumaré, toller Schuss. Torwart wehrt ihn gerade noch drüber. Yes, da ist es passiert. Sehr, sehr schön. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, dass ich mit dem Pressing gegen die jetzt nicht so wirklich gut ankomme. Das heißt, wir werden sie jetzt eher ein bisschen kommen lassen. Das hohe Pressing hat man so das Gefühl, bringt gegen die jetzt nicht so wirklich was. Jetzt müssen wir nochmal Gas geben. Carafa könnte ich noch bringen für Sekini theoretisch. Da hätte man noch jemanden mit Offensivpower.
Aber es scheint nichts mehr wirklich zu gehen. Sind nicht mehr in der Lage, hier irgendwie Chancen rauszuspielen. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann war das letzte Spiel gegen Alavés schon richtig eklig irgendwie. Aber ich sage auch, dass wir nicht genug waren. Vielleicht ist das ein ganz nettes Warnzeichen, um uns wieder ein bisschen mehr zusammenzureißen. Atletico Madrid gewinnt, das heißt, die sind uns auf den Fersen. Wie sieht es sonst so aus? Gijón gewinnt, Sevilla verliert. Das ist gut. Ja. Nichts passiert jetzt im Endeffekt. Tavares gesperrt, 5. gelbe Karte. Das heißt, da muss jetzt dann Travis von Beginn weg ran. Sondern halt so einstellen. Weil der ist kein richtiger Flügelverteidiger. Da werden wir wahrscheinlich den Chris mitnehmen. Oder eher den Juan Ruiz. Schauen wir mal. Und dann, ja, gegen den Tabellen 19. müssen wir gewinnen. Da darf es natürlich keine Ausreden geben. Jetzt schaue ich nochmal kurz nach, was die letzte Partie gegen Alaves war. Auch ein 1-1. Da haben wir spät noch das Ding kassiert. Dann schauen wir mal, wie es uns jetzt gegen Eibar geht. Danach Tenerife, also die nächsten beiden. Viel leichter wird es eigentlich nicht mehr. Mula bei den Gegnern. Ich klicke das alles durch. Es sind so viele Mails, die kein Mensch braucht. So, Sebastian Blanco schieben wir auch in die B11. Und dann bin ich gerade echt nicht sicher, ob ich Jorge Luis spielen lassen soll. Aber andererseits, wenn wir gegen die nicht gewinnen, dann muss es nicht unbedingt am Torhüter liegen, weil dann müssen viele Faktoren zusammenkommen, glaube ich. Also das musst eigentlich auch so schaffen. Ich glaube, ich werde den Sehovic mal wieder spielen lassen statt Wündal. Und dann haben wir wieder eine Woche Pause vom Spiel gegen den Tabellenletzten. Carafa etwas verbessert, Sebastian um einiges verbessert. So, und die letzte Spiele sind, ist jetzt Pellegrini nicht so gut drauf. Also ich hoffe, dass sich der jetzt wieder ein bisschen fängt. Wir werden sehen. So, wie stellen wir das jetzt am besten an? Bin mal gespannt, wie der Gegner auftritt. Gut von Jorge Luis, ganz ruhig am Ball. Gegen einen 4-2-3-1. Das kommt uns, glaube ich, auch ein bisschen mehr zugute als das vorige System. Schön gespielt. Travis mit der guten Flanke, Pellegri per Kopf. Marquez ein bisschen angeschlagen. Und Pellegri, wie der da hinten arbeitet, finde ich super. Jetzt macht er sich gerade als Linksverteidiger. Dafür ist Sehovic vorne. Und der hat jetzt Platz. Verzögert, Sekini. Kluivert. Und Kluivert. Wow. Da hätte es beinahe schon gepasst. Sumaré. Eigentlich gut gemacht von Travis, aber die Verteidigerkollegen schlafen. Jorge Luis macht es aber gut. Packt sicher zu. Also im Moment sind wir noch nicht zwingend genug. Den Cedric haben sie auch. So, Sehovic.
Schön und schnell gespielt, Pellegri. Super Kombination von unseren beiden Stürmern. Da geht der Torwart auf Nummer sicher. Boah, Sekini packt einen Katastrophenpass aus. Und Alex Muller plötzlich mit der Chance. Zum Glück ist es Alex Muller. Ah, der war fies. In der zweiten Liga war er ja stark. Ich finde es irgendwie so arg, dass daran an dem Chelsea interessiert war damals. So, Marquez. Boah, gutes Tackling. Da der Pass nach außen. Schaut euch an, was da Platz ist. Aber das haben sie auch durchs Zentrum gut gespielt. Seovic geht früh drauf, Kluivert gut gemacht von den beiden. Kluivert steckt noch irgendwie durch im Fallen, Marquez knapp drüber. Es ist alles zu wenig. Im Gegenzug wird es wieder gefährlich. Alex Muller, abseits. Abseits, aber da sieht man wieder, wie schnell es gehen hätte können. Ja, geht in Ordnung. Ja, was sagen wir den Jungs? Im Moment läuft es gerade echt nicht so. Ich sag's ihnen ruhig, nicht aggressiv, dass ich nicht zufrieden bin bisher. Werde jetzt im Moment aber noch nichts ändern. Grundsätzlich waren wir ja die tonangebende Mannschaft. Atletico führt. Gut gemacht von Soumaré, Seovic und Pellegri wieder drüber. Wir spielen das nicht schlecht, aber es ist dann... Oh. Die Abschlüsse sind von beiden Stürmern heute nicht gut. So, Kluivert mit dem Freistoß. Wieder drüber. Also Glück haben wir heute auch keins. So. Es fängt zu regnen an. Dramatik pur. Und da auch wieder so ein Kackpass. Eigentlich hast du eine super Konterchance und dann kommt der einfach so dämlich unpräzise. Die Chance warte ich noch ab, dann mache ich einen Wechsel. Ich habe schon was im Kopf. Wenigstens einmal in meinem Leben. Boah, der war eigentlich nicht gut gespielt, aber Busquets holt ihn sich. Travis zu Marais. Nein, und das ist abseits. Das gibt's nicht. Wäre der nicht von selber reingerollt? Soumaré mit dem super Abschluss. Oh, ich glaube, der wäre nicht reingerollt. Das gibt's nicht. Ich nehme trotzdem Soumaré raus und bring Carafa. Das heißt, ein bisschen mehr Offensivpower da vorne drin und wir kriegen es jetzt, oder? Nee. Aber ich mache jetzt Folgendes. Also wir stellen uns insgesamt auf Offensiv. Das heißt, sie werden ein bisschen direkter spielen. Ich stelle Travis jetzt vielleicht sogar auf Attack. Ich lasse sie kreativer spielen. Kluivert stellen wir auf Schattenstürmer. Und dann schauen wir mal.
Das sind die 3 Punkte, die wir brauchen. Wir können nicht in so einem Part nur mit 2 Punkten nach Hause gehen. Das darf nicht passieren. Können noch mehr schieben und aggressiver draufgehen. Ich verteidige dafür aber ein bisschen breiter, dass wir dann näher bei den gegnerischen Flügelspielern sind. Es scheint so, als würde uns die Zeit ausgehen. Ich bringe Aubameyang noch als Stoßstürmer rein. Wündal vielleicht noch für Seovic. Den stellen wir auch noch auf Attack. Aber es ist eigentlich zu spät. Das ist schon zu spät. Jo, Jorge Luis mit einem Clean Sheet, wie man so schön sagt. Aber trotzdem eine Kackpartie sondergleichen. Ich ärgere mich irrsinnig, weil eigentlich stehst du wirklich gut da. Und ich sag mal, wenn man jetzt in den beiden Partien, diese beiden Partien gewonnen hätten, was wir eigentlich hätten müssen, dann hätten wir jetzt 4 Punkte mehr. Stattdessen wird es jetzt wieder knapp und Atletico ist uns auf den Fersen. Eine Frechheit. Marquez, 4 bis 7 Tage angeschlagen. Das natürlich nicht optimal, aber okay, wird wahrscheinlich fit gegen Tenerife. Und dann haben wir eigentlich wieder genau die gleiche Partie, wie auch jetzt schon. Nur, dass wir jetzt noch die Offensive ein bisschen trainieren werden vor der Partie. Dann haben wir eine Woche Pause. Und dann haben wir englische Woche. Also es geht schon langsam eh schon in Richtung Saisonfinale. Ich würde sagen, die Partie machen wir jetzt auch noch. Ich möchte mich echt nicht nur mit Unentschieden da aus dem Part verabschieden. Wir machen den Part jetzt einfach so lange, bis wir mal wieder gewinnen. Also ist das jetzt der letzte Part des Malaga Let's Plays? Nein. Ich hoffe einfach, dass wir es jetzt schaffen gegen Tenerife. Ich meine, dann sind wir noch immer ungeschlagen. Das ist ja auch was Positives. Jetzt versucht das schon mit Zwangsoptimismus. Nein, aber wir stehen ja noch immer ganz gut da. Also wir brauchen das jetzt nicht runterreden. Wir haben es noch immer in unserer eigenen Hand und das eigentlich relativ, ja, mit guten Karten. So kann man es nennen. Klarer Favorit. Ja, ich glaube, ich werde Jorge Luis heute wieder im Tor spielen lassen, einfach weil er sich die Chance, finde ich, verdient hat. Aubameyang verletzt. So. Es wird gespeichert. Eigentlich wäre es gerade perfekt, um aufzuhören, weil am Ende wären wir schon ziemlich. Aber wie gesagt, ich werde heute ein bisschen überziehen. Freundin ist eh nicht zu Hause. Das heißt, niemand schimpft mit mir, wenn ich da länger mache. Und jetzt, ja, hoffe ich, dass wir es gegen Tenerife packen. Leute, Leute, Leute. War schon eine ärgerliche Geschichte hier bisher. So, Busquets mit positiver Entwicklung. Aubameyang könnte sogar spielen. Schauen wir mal Butland wieder im Tor. Und dann können wir den Tavares mitnehmen. Für Travis, das heißt, ich lasse den Juan Ruiz unten. Den Chris nehme ich mit für Morato. Vielleicht können wir den heute mal reinbringen. Wündal darf wieder ran. Und ja, Marquez ist ziemlich angeschlagen. Also da werden wir wahrscheinlich eher mit Carafa da vorne beginnen. Also nicht der Stoßstürmer, sondern machen wir so. Wobei Carafa eigentlich auch ein echt geiler Stoßstürmer ist. Der ist ein 87 groß. Also geben wir ihm einfach mal die Chance von Beginn weg. Warum nicht? So,
So, ich bin jetzt optimistisch. Jetzt haben wir eigentlich echt die bestmögliche Mannschaft aufgestellt. Jorge Luis wird dann einfach wieder Spielzeit kriegen, wenn wir, ja, wenn es gegen Ende der Saison vielleicht eh schon wieder fix ist, wo wir landen. Oder wenn wir die Champions League Plätze eingetütet haben, sind wir mal optimistisch. Aber jetzt möchte ich ehrlich gesagt Butler drin haben, weil das auch einer ist, der, glaube ich, am Ball ein bisschen stärker ist als Jorge Luis. So, Kluivert mit dem Freistoß und da ist das 1:0. Cuenca mit seinem ersten Saisontor. Jetzt erst so spät in der Saison. Kluivert mit dem Freistoß. Und Cuenca ganz souverän. Köpft er den sehr platziert und schön ins lange Eck. So, gut gelöst. Wimdal. Schöner Seitenwechsel. Pellegrini legt ab. Schade. Versuch von Seguini war nicht so schlecht. Da wir sehr viele Chancen haben, werden wir, glaube ich, das geduldig Spielen reinnehmen in dem Spiel. Schaut so aus, Atletico spielt gegen Levante, okay. Gut geklärt. Aber das ist wieder sehr passiv und Butland mit einer super Parade. So, Sakini. Konterchance. Wo läufst denn du hin? Das ist auch so ein Spieler, wo ich sagen muss, bei dem geht es irgendwie ein bisschen bergab jetzt in der Saison. Alter Schwede. Gut aufgepasst von Tavares. Super wieder rausgespielt. Kluivert, Carafa, Pellegri. Wir bringen ihn nicht unter und abseits ist es auch noch. Gibt's ja nicht. Krasse Geschichte irgendwie. Und Kluivert klärt. Soumaré. Busquets. Carafa. Kein Abseits. Da macht er seinen Treffer. Sehr schön. Ich freue mich irrsinnig für ihn. Unser junges argentinisches Talent. Netzt heute ein. 30. Minute. Damit könnte schon sein, dass wir früher alles klar gemacht haben. Schön. Also das ist auch ein Spieler, wo ich echt gespannt wäre, wie seine Entwicklung so ist. Also wäre schön, wenn ihr den bei Malaga belasst, wenn ihr dann weiterspielt. Wündal. Zecchini. Was macht er? Busquets. Oh, da kommt Busquets überhaupt nicht nach. Muss das taktische Foul machen, muss Gelb geben. Die hat er verdient. Und hier bin ich jetzt immer mehr Fan von dem System, von dem 4-4-2 mit Raute. Ich bin schon gespannt, was ich im neuen FM für ein System spielen werde, aber das liegt natürlich auch ein bisschen an der Mannschaft. Kluivert. Nicht schlecht. Gijón muss gegen Barca ran und Sevilla spielt gegen Real, also die Auslosung spielt gerade auch ein bisschen für uns. Wie gesagt, das ist natürlich der Vorteil, dass wir jetzt eigentlich mit eher schwächeren Gegnern zu tun kriegen, während die anderen halt noch gegen Top-Teams ran müssen. Also das ist auf jeden Fall ein klarer Vorteil. Wündal, Pellegri. Gut gelöst. Eieiei. Soumaré. Ach. Irgendwie bin ich trotzdem noch nervös, obwohl wir die Partie in der Hand haben und nur 2:0 in Führung sind. Es ist halt. Ja, die Ergebnisse der letzten beiden Partien habe ich irgendwie trotzdem noch in den Knochen.
Und ich weiß, wie schnell es im FM gehen kann. Kluivert, jetzt nimmt der nochmal Tempo auf. Bleibt dabei hängen. Windahl. Kluivert. Pellegri kommt nicht ran. Nochmal die Chance. Carafa, gute Chance. Sehr schön, 2:0. Ich lobe sie jetzt mal wieder, nachdem ich sie zweimal eigentlich gerade kritisiert habe, teilweise auch hart kritisiert habe. Tut ihnen das vielleicht heute auch wieder mal ganz gut. Aber die Jungs sind schon selbstgefällig. Ich überlege, ob ich dann den Travis auf die 6 bringe. Wenn nicht das Busquets uns da noch vom Platz fliegt, dann könnte die Partie ja wirklich noch spannend werden. So, Carafa, Pellegri ist in der Mitte. Der war abgefälscht. Viele Situationen, in denen der Ball dadurch gefährlicher wird. Da war es jetzt eigentlich eher so ein bisschen das Gegenteil. Ich bringe jetzt Travis auf die 6, wie gesagt. Ich glaube, ich lasse ihn, ich bringe ihn ballerobernd da rein. Oder defensiv einen Arbeiter drinnen haben. Was ist da jetzt los? VAR? War da jetzt was im Strafraum? Gibt es da Elfmeter? Haben wir jetzt nicht gesehen. Ja, schön. Gut so. Foul an Carafa, so wie es aussieht. Und Pellegri hat jetzt die Chance, seine Durststrecke ein Ende zu setzen. Boah. Alter Schwede, was war denn das für ein Elfer? Ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Anders kann man das nicht formulieren. Alter, war der schlecht. Also aufs Tor bringen sollte man einen Elfer schon. Barca hat leichtes Spiel mit Gijón. 3:0 jetzt schon. Pellegri kämpft, aber das ist so halbherzig. Die Jungs grätschen was rum. Also da lassen wir echt für meinen Geschmack viel zu viel zu. Carafa holt dann den Freistoß raus, müsste gelb geben. So ist es. Die Jungs sind wieder konzentrierter. Ja, Pellegri ist unglaublich fertig. Unglaublich schlecht heute. Deswegen bringe ich da jetzt einfach Aubameyang, auch wenn er angeschlagen ist. Marquez soll sich lieber ausruhen, weil wir haben ja gleich wieder englische Woche. Und Atletico gerade noch das 1:2 gemacht. 85. Minute gegen Levante. Sehr bitter. Ich habe gerade echt gedacht, Mai verliert ihn in der Situation. Aber es ist auch so ein schöner Transfer irgendwie, der ist eigentlich als Backup geholt worden. Aber hat sich wirklich gut gemacht. Schön gespielt. Boah, auch der ist schwach. Wurde heute nur von Pellegri unterboten. So, und da mache ich jetzt Folgendes. Ich bringe den Chris in die Innenverteidigung. Debüt. Die letzten Minuten für den vorbelasteten Cuenca. Als normaler Innenverteidiger, weil am Ball ist er nicht so gut. Windahl, Sacchini. Aubameyang mit dem Versuch. Naja.
So, also im Endeffekt war es ein, ja, kann man sagen, ungefährdeter Sieg. Sehr, sehr in Ordnung. Damit lässt sich arbeiten. Schauen wir mal auf die Tabellensituation. Wir sehen 7 Punkte vor Atletico, weil die eben leider knapp in der 85. noch das Tor erzielt haben. Hätten beinahe nur unentschieden gespielt. Gijón ist schon ein schöner Abstand. Wir haben 13 Punkte Vorsprung auf Gijón, 12 Punkte. Und es sind noch 34, 35, 36, 37, 38. Das heißt, wir haben noch 15 Punkte, die sie machen können. Also es sieht sehr, sehr gut aus, dass wir den Champions-League-Platz bald fixieren können. Ob wir jetzt gegen Atletico dann im Endeffekt behaupten können, das wird sich zeigen. Aber ich bin an sich schon mal mit der Entwicklung sehr zufrieden. Und ja, im nächsten Part haben wir das Duell mit Espanyol Barcelona. Wäre ganz wichtig, also wenn wir da gewinnen und Gijón gleichzeitig verliert, dann haben wir den Champions-League-Platz fix. Schauen wir mal, ob es klappt. Wäre schön. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Ciao.